Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von leimanlokal.de, ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Ein kleines Spiel. Ich bin der Prophet Elia. Wissen Sie, was alles ich gemacht habe in meinem Leben? Ich war so ein mächtiger Prophet. Vielleicht doch bin ich noch. Ich habe den König von Israel immer in Atem gehalten. Ich habe mich versteckt und ich wurde sogar ernährt von einem Raben. Und einmal war ich in einem Dorf, wo ich einer Witwe gesagt habe, sie soll für mich Brot backen. Sie hat nur so wenig Mehl. Und ich habe gesagt, wenn du für mich das machst, dann wird das Mehl nie leer werden. Siehe da, sie hat für mich gemacht und der Topf wurde nie leer. Und nach einiger Zeit hat diese Witwe Sarepta ihren Sohn verloren. Der junge Mann war tot und ich habe ihn sogar auferweckt. Dann später war das etwas Spektakuläres. Da wollten die Baalpriester unbedingt mir zeigen, dass ihr Gott der Richtige war, der Lebende war. Und ich habe gezeigt, dass der Gott Israels, Yahweh, der richtige Gott ist. Und da war Spektakuläres. Da habe ich wirklich gezeigt, dass mein Gott, Yahweh, mein Opfer angenommen hat, wo der Gott Baal konnte nicht. Und ich habe sogar 400 Baalpriester töten lassen. So habe ich viele Menschen in Atem gehalten. Aber heute bin ich müde, kaputt. Ich will nur sterben. Ich will nur sterben. Ich habe keine Lust mehr, keinen Bock, keine Kraft. Das Spiel ist nun zu Ende. Ja, das ist eben die Lesung von dem heutigen Sonntag. Der Prophet Elia möchte sich niederlegen, um zu sterben. Und er legte sich unter einem Ginsterstrauch und er wünscht sich ist tot. Und in der Zeit, als er schlief, kommt der Engel des Herrn und berührt ihn und sagt, komm, steh auf. Da ist Brot und Wasser. Steh auf und iss, weil der Weg sehr weit ist. In dieser Sache verstehe ich zwei Sachen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Brot und Wasser. Ja, das wäre vielleicht sehr wichtig, wenn der Mann so lange ausgehungert da lag. Aber noch mehr. Dieser Mann bekommt eben eine Zusage mit einer Berührung. Der Engel des Herrn berührt ihn und sagt ihm, ja, steh auf, iss. So eine liebevolle Zuneigung zu diesem Mann, der eigentlich die Hoffnung verloren hatte. Und diese Berührung, diese Zusage vom Engel, sogar von Gott, gibt ihm neue Kraft. Jesus sagt, man lebt oder der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus dem Mund Gottes. Also, wir leben durch das Wort, das von dem Mund Gottes kommt. Viele Menschen sind unterwegs in diesen Tagen. Sie machen Urlaub. Ich habe immer wieder gehört, ich bin so reif für meinen Urlaub. Haben Sie recht. Aber eines ist wichtig, wir können uns nicht erholen allein von Brot, allein von den verschiedenen Speisen, die wir im Urlaub haben, sondern ein Wort der Zuneigung
ein Wort des Wohlwollens, ein Wort von Gott selber. Einen gesegneten Sonntag.